Servus und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben es letztes Mal da aufgehört, dass wir die ersten Kühe gekauft haben. Und das Problem ist, oder was heißt das Problem? Das nächste Ziel ist, wir sollen warten, bis die Kühe 1000 Kilogramm Milch produziert haben. So, jetzt sieht man aber noch irgendwie, wie gesagt, nicht, wie viele Milch die produziert haben. So, der soll sich ja angeblich auch ein bisschen verbessern mit der Zeit. Das müssen wir auch mal schauen. Hier steht nur die Aufzucht und Kilogramm pro Tag, aber ich sehe jetzt im Moment noch nicht, wie gesagt, oder weiß nicht, wo da steht, dass sich die Milch produziert ist oder wie viele. So, hier gucken wir nochmal in die Details rein. Jo, da ist soweit auch nichts groß verändert, also gehen wir mal ein bisschen auf den Schnellvorlauf. Und schauen mal, was sich jetzt hier so tut. So, jetzt sind wir eine Zeit lang gelaufen, aber ich habe immer noch nichts gesehen. So, und hier ist noch ein roter Pfeil, da weiß ich aber auch noch nicht, was mit dem ist. Ahne Feldarbeit. So, ah, der kriegt hier langsam seinen ersten Stern. Wunderbar. Der sammelt jetzt also Erfahrung. Das ist schon mal richtig gut. Also, lassen wir noch mal ein bisschen laufen. Ich finde das auch cool mit der Animation, wie da sich so die Schatten bewegen. Und ja, mal gucken, was sich da jetzt so tut. Jetzt regnet es wieder ein bisschen. Naja, jetzt scheint wieder die Sonne. Gut, das ist natürlich jetzt durch den schnellen Zeitvorlauf. So, 3,5 Kilogramm pro Tag. Was stimmt denn da mit unseren Kühen hier nicht? Die bringen alle nichts. Das ist jetzt blöd. Na, da müsste ich ja gleich mal was tun, denn es heißt ja immer nach dem Kalben, ne, da soll die Produktion besser sein. Und jetzt sind hier die Kühe soweit alle runter auf Null. Ah, okay. Das hat sich also erledigt hier. 1000 Kilogramm Milch haben wir jetzt produziert. Es ist nur die Frage, wie es weitergeht. Wir besamen mal jetzt einfach eine Kuh. Da steht ja zweimal Kuh besamen als Aufgabe, aber der Kollege hier unten spricht irgendwie nicht mit uns. Keine Ahnung warum. Also besamen wir mal eine Kuh. Und noch eine. Deine Kühe waren fleißig und haben gute Milch gegeben, die du nun verkaufen kannst. Die Milch befindet sich im Lager. Toll. Ich dachte, ich hätte den umgestellt. Jo, Sprachstil bayerisch. Aber nun gut, das hat jetzt wohl nicht so hingehauen. Anscheinend ist das Bayerische wieder verschwunden. Müssen wir halt mal gucken. So, jetzt gucken wir weiter. Also die Milch befindet sich im Lager. Wähle hier jetzt die Milch aus, denn die wollen wir ja nun verkaufen, richtig? Willst ja auch was bekommen für deine Milch, oder? Ja, das haben wir vor. Also wähle jetzt die Milch aus. Jetzt gibst du die Menge an. Am besten verkaufst du diesmal gleich alles auf einmal. Mhm. Du kannst die Menge aber jederzeit selber einstellen. Da der Marktpreis variiert, lohnt es sich manchmal, auf einen besseren Preis zu warten. Für den Anfang sind wir froh, wenn wir die Milch los sind. Richtig? Richtig. Nun ja, jetzt kommt der alte Herbert in seinen Wägelchen angefahren und holt das ganze gute Zeug hier ab. Eigentlich heißt er gar nicht Herbert. Ich kann mir nur seinen richtigen Namen einfach nicht merken. Irgendwann frage ich ihn mal danach. Vielleicht. So, jetzt würde mich mal interessieren, ob der wirklich mit seinem Wägelchen ankommt. Und ob wir den irgendwo auch sehen hier mit seinem Wägelchen. Nö, da sehe ich jetzt noch nichts. Da sehe ich jetzt noch nichts. Okay, ich will jetzt gerade mal in den Einstellungen nochmal gucken, ob da was stand. Kameratasten tauschen. Probiere ich mal, ob das jetzt besser passt. Ah ne, das war jetzt doof, das bringt mir nichts. Okay, also das bleibt dann einfach so, dass wenn man nach rechts die Maus zieht, dass es sich nach links wegschwenkt. Gut. So, wie geht's jetzt weiter? Da ist ein Feld mit einem Achtungszeichen, da weiß ich aber nicht, was es bedeutet.
Frisch geborene Kälbchen müssen erst heranwachsen, bevor sie zur Milchproduktion taugen. Aber nur die weiblichen. Die männlichen Kälber werden direkt an unseren Dorfschlachter weitergegeben. Ah ja. Ach so, noch was. Der Stall hat nur wenig Platz für Milch und Fleisch. Du kannst ihn aber ausbauen, sodass du ein bisschen mehr hier auf Vorrat halten kannst. Aha, jetzt geht's also hier auch weiter. So, das heißt also, wir können hier ein bisschen aufrüsten. Wir haben also hier ein Milchlager. Das braucht Strom und ein Kalbfleischlager. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir Lager ausbauen. Gut, Geld haben wir ja genug. Bauen wir mal von beidem ein Lager dazu. Dann kriegen wir da noch ein bisschen was rein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der gute, ja, sogenannte Herbert hier irgendwie auftaucht. Ansonsten sehe ich hier nur, dass an dem Falkenhagener Feld, ja, dass da ein... Man erntet, was man sieht. Allerdings muss man dafür zuerst einmal was aussehen. Ah, das fällt jetzt nicht redet er wieder bayerisch. Also, zuerst einmal pflügen müssen. Jetzt hat er wieder das bayerisch drauf. Super, also hat nur ein bisschen dauert. Wir müssen also das Feld hier jetzt pflügen. Jetzt kommt der neue Traktor zum Einsatz. Setze ihn in den ersten freien Fahrzeugslot ein. Einfach auf den Slot klicken und dann das Fahrzeug rüberziehen. Ach, ich wünscht euch hier wäre so einfach. Tja, das wünsche ich mir auch. Fahrzeug dem Typ Zugmaschine zuweisen. Also da geht es nicht so. Nun kommt der Traktor. Setz ihn in das erste freie Fahrzeugslot. Pflügen. Ah, da ist das also. Gut. Okay, also wir müssen das Feld pflügen. Das heißt, dafür ziehen wir den Traktor darüber. Nö. Ah, jetzt kann ich's machen. Ah, ich wollte schon über die Garage gehen. Ist natürlich Unsinn, natürlich. So, wir haben also hier den Traktor und setzen ihn in den ersten Fahrzeugslot. Den Flug kannst du als Erweiterung dann in den zweiten Slot einsetzen. Gut. So, und jetzt rufst laut, ja, und alles geht wie von selbst. Na, im Ernst, du musst natürlich auch schon einem Arbeiter die Aufgaben geben, den Traktor zu fahren. Ziehe einen Arbeiter in den Traktor, in den freien Slot. Ja, gut. Schauen wir mal. Also der Arne, der ist ja wie gesagt hier zugange mit der Viehzucht. Dafür haben wir hier die Sonja Fischer mit der guten Feldarbeit. Und ja, die setzen wir jetzt hier mal rein, dass die mal ein bisschen Traktor fährt. Gut, das ist jetzt auch erledigt. Mal gucken, ob sich jetzt in der Animation irgendwo was tut. Oder nee, ich sollte vielleicht jetzt noch okay drücken. Ah, da fährt sie raus. Ist ja süß, guckt euch das an. Schaut euch das an. Da fährt's mit Trecker, Oliver, auf einer Ackernafi. Einmal abbiegen, genau. Ah, wo ist sie denn hin? Oh, die ist aber fix unterwegs, die Kleine, gell? Ah, und da kommt der Milchwagen. Schaut an, es klappt doch alles so langsam. Oh, hier ist ja richtig Betrieb. Warum fährt der jetzt so langsam? Der kann ruhig noch ein bisschen Gras geben. So, und der kommt jetzt da nicht durch, oder was? Ja, das ist natürlich jetzt ganz toll. Denn der Milchwagen kommt hier nicht rein, die Milch abzuholen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Garage vielleicht noch ein bisschen umsetzen können. Umsetzen geht nicht, das ist toll. Ja, das ist also... Oder hat er die jetzt geholt? Jetzt muss ich gucken. Irgendwie scheint hier keine Milch geholt zu sein. Das waren unsere Kühe. Die werden noch besamt. Gut. Jetzt bin ich halt nur mal gespannt, ob das so hinhaut, weil ich habe irgendwie noch nicht gesehen, dass der jetzt hier
die Milch mitgenommen hatte. So, jetzt gucken wir mal in der Zeit, was hier mit unserem Feld ist. Das wird noch bearbeitet. Ich kann ja mal die Zeit ein bisschen vordrehen. Oh, das sieht gut aus. Boah. Okay, das war jetzt das Turbo-Tempo. So, also die Animation finde ich ja schon cool gemacht. Also, dein Feld ist jetzt gepflügt. Super. Nach dem Pflügen kommt immer die Saatbettbereitung, nicht wahr? Darum das gleiche Spiel noch einmal. Schick deinen Traktor zur Saatbettbereitung auf das Altenhagener Feld. Aber aufpassen. Du brauchst diesmal wieder einen neuen Anhänger an deinem Traktor dafür. Den kannst du dir entweder neu kaufen oder in der Menüansicht des Feldes mieten. Aber ganz wie du es willst. Mhm. So, und jetzt brauchen wir hier also das kleine Saatkombi, ein kleines Silo und eine kleine Sämaschine. So, Aussaat, gucken wir mal. Ja, wollen wir sie kaufen? Oder wollen wir sie mieten? Nö, wir kaufen sie gleich. Aber ich gucke jetzt nochmal, ob auf dem Gebrauchtmarkt schon was ist. Nö, da ist nur ein gebrauchter Pflug, toll. Also kaufen wir die kleine Saatbeet-Kombi und wir kaufen natürlich auch die kleine Sämaschine. So, Ernte ist nichts, Pflege ist nichts, gebraucht brauchen wir nur einen Pflug, aber den haben wir ja selber. Was sagt unser Pflug hier? Verkauf 2000 Euro, ja gut, aber den behalten wir natürlich, aber den reparieren wir jetzt erstmal. Reparatur 20 Euro, 2 Tage. Ja. Gut, okay. Saatgut, also Saatkombi und das haben wir jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf unser Feld klicken hier. Ah nee, Quatsch. Saatbettaufbereitung. Mein Gott, ja, Bett, das klingt gut. Also einmal den Traktor rein, einmal den Saatbettbereiter auf und dann die junge Frau Fischer bitte wieder einmal hier rein. Und los geht's. Dann kann sie dann nämlich gleich hier losfahren. Also wir sollten das Spiel natürlich auch wieder in den Spielmodus bringen und nicht im Pausenmodus halten. So, 91.000 haben wir jetzt noch. Das heißt, jetzt muss ja schon mal langsam ein bisschen Geld reinkommen. Ist nur schade, dass man auf dem Feld die Textur jetzt nicht noch sieht. Das wäre natürlich jetzt das Perfekte. So, ich glaube, die lassen wir auch, oder wir können ja hier mal in der Zeit gucken. Finanzen, was haben wir denn hier? Aktuell Einkünfte aus dem Handel, 1190. Gut, also die Milch ist verkauft worden, das hat geklappt. Viehwirtschaft minus 158, Baukosten, Fahrzeugkosten. Das sind wir ganz schön im Minus. In Summe, ja, sieht das, naja, nicht ganz so prickelnd aus. Oh, Kredit können wir auch beantragen. Maximal 200.000, aber für einen ganz schön üblen Zinssatz. Also lassen wir da besser mal die Finger davon. Handelsmarkt, was haben wir da noch? Mais, Milch, Hafer, oh Milch. Ah, da können wir uns die Preise angucken. Das ist auch schon mal schlau. Lager, wie sieht es im Lager aus? Da haben wir noch nichts. Kalbfleisch haben wir auch nichts. Da ist also nicht viel los. Jetzt gucken wir aber nochmal hier in unseren Stall rein. Ja, da hat sich ja auch noch nicht allzu viel getan, außer dass wir 6000 Kalbfleisch haben. Wie macht die Besamung der Kühe Fortschritte? Ah, 2 Stück sind schon hier. Ja, kommen langsam in die Puschen. Wunderbar. So, jetzt hoffe ich mal, dass die mit dem Feld bald fertig ist. Was haben wir hier denn eigentlich noch unten? Die Aufgaben, das ist klar. Der Arbeitsmarkt haben wir noch, Finanzen haben wir. Den Handelsmarkt, das Lager waren wir eben drin. Fahrzeuge und Bauen. Und beim Bauen können wir jetzt sogar noch ein Silo bauen. Ja, ansonsten haben wir nur die Unterkunft. Kleine, gut. Silo weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das brauchen. Ich lasse die jetzt aber hier nochmal ein bisschen durchrödeln. So.
Ja, schaut ja ganz so aus, als würdest du dies mit der Feldbewirtschaftung hinkriegen. Ja. Jetzt wird's aber Zeit, den Mais zu sehen. Das machen wir mit dem gleichen Muster wie bisher. Nur, dass du dann noch den Mais zur Aussaat wählen musst. Aber das schaffst du schon. Na ja, dann gucken wir mal rein. Also, ansehen. Dann, oh, wie müssen wir denn das jetzt machen? Genau, wir müssen den Mais ansehen, ganz einfach. So, und gehen wieder natürlich auf unsere Traktoren. Wir haben ja zum Glück hier noch ein paar Geräte. Und nehmen auch wieder unsere Frau von und zu Fischer. Die ist natürlich auch ziemlich zackig unterwegs, das ist wunderbar. Und den Mais musst du natürlich irgendwo lagern. Dafür bauen wir jetzt ein Silo. Und wenn ich sag, wir bauen ein Silo, dann meine ich natürlich, du baust das Silo. Gut, dann baue ich mal ein Silo, während die Frau Fischer schon mal unseren Acker pflügt. Ja, 7500 ist ja gut. Ach, das ist ja putzig. Ist ja niedlich, das Kleine. Stell mal ganz da hinten in die Ecke rein. So, wäre das jetzt auch richtig mit Zaun und Kran gebaut? Mal gucken. Ja, das scheint tatsächlich so in die Richtung zu laufen. Na, da geben wir nochmal ein bisschen Gas. So, dann ist das Silo nämlich auch fertig. Und das Feld ist auch schon zur Hälfte durch. Das läuft also auch wunderbar. Gut. Unsere Kühe, was sprechen die? Effizienz läuft. Was? Milchtransporter? Ah nee, Quatsch. Ich muss ja von unten nach unten gucken. Unten ist immer die neueste Sache, oben ist immer das ältere. So, ja, jetzt blicke ich hier so langsam auch durch. Mais ausbringen auf Falkenhagener Feld. Da warten wir jetzt noch, bis die Madame das hier fertig hat. Da geben wir nochmal ganz kurz ein bisschen Gas. Schwupp, 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 schwupp. Super. So, und dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Und ja, jetzt geht's so langsam in den wirtschaftlichen Bereich. Also ihr seht, wir erweitern hier unser Feld, unseren Bauernhof schon. Wir haben jetzt also das Silo dabei. Mal gucken, was die nächste Zeit noch so kommt. Wachsen und gedeihen. Ja. Dafür ist es wichtig, dass du dich stets um die besten Bedingungen für den Mais sorgst. Das heißt, düngen bei niedrigen Bodenwerten. Schädlings- und Pilzbekämpfung, wenn nötig. Du musst dein Feld jetzt rund um die Uhr bewachen. Überwachen. Aha. Gut, ja, und wie es jetzt da mit dem neuen Feld weitergeht, was wir jetzt mit Mais schon angepflanzt haben, ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, es gefällt euch hier, das neue Spiel. Ist jetzt die zweite Folge, die online ist. Und ja, wir sehen uns dann, wenn es euch gefallen hat, bei der nächsten Folge wieder. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.